Jo, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Empire at War. Ja, wie angekündigt habe ich die letzte Raumschlacht offscreen gemacht. Ihr könnt ihr nochmal sehen, was ich alles zerstört habe. Der Held ist entkommen. Aber egal. So. Letztes Mal haben wir ja Sulus hier eingenommen. Und wir wollen ja gucken, was wir da für neue Schiffe bauen können. Aufbau Zwei beginnt. Stück sollten wir da bauen können. Und ja, wir haben jetzt in dem letzten Part auch die Starforge gebaut. Die hat uns 1000 Einheitenkapazität mehr gegeben. Und damit könnten wir eigentlich, sobald der Todesstern hier fertig ist, die Eclipse bauen. Hier. Das ist so das Letzte, was irgendwie so wichtig ist. Konstruktion Weil der Rest ist abgeschlossen. jetzt hier, naja, Mandator, die haben die Rebellen da, den werden wir da. Guck mal, ne? Hier ist das Unterweltensymbol, aber wenn wir dann den Suchtruin dahin Konstruktion schicken. abgeschlossen. Sieht man gleich, dass der Mandator da irgendwie drauf ist. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aufbau läuft. Pass mal auf. Zack. Sternzerstörer Und schon hier. ist der Mandator da mit drei Nebula. Nee, 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 warte, wie hießen die? Nebula, ne, oder? Bin ich blöd? Ja, okay. Pride of Core. Ja, Mandalorp. Mandator 2 oder Pride of Konstruktion Core ist abgeschlossen. eigentlich Wumpe. Können wir hier schon gucken, was wir neu bauen können? Noch nicht. Schade. Konstruktion des Todessterns abgeschlossen. Abgeschlossen, ja! Gegnerische Flotte im Oh, Anflug. und direkt schon wieder. Ich habe da doch gerade erst gekämpft. Oh. So, wie gesagt, hier ist der Todesstern. Ja, jetzt die Frage. Ich wollte eigentlich, wie viel Einheitenkapazität frisst du? 200. Baue Fahrzeug ich mal wird direkt. produziert. Aber wir bauen für den Todesstern natürlich jetzt seine eigene Flotte. Und zwar aus Sternzerstörern. Mit Einheit davon wird zwei, hergestellt. davon. Und natürlich ein paar Falk-Class-Carrier. Ja, und das wird dann die Todessternflotte. Und natürlich bauen wir davon auch Taktisches welche. Gefecht steht kurz bevor. Was wollt ihr denn schon wieder? Ja, komm, machen wir das jetzt zusammen. Könnt ihr auch mal wieder Verteidigungsschlacht sehen. Nerven jetzt die Rebellen, ne? Verbraten schon wieder so viele Sachen, also viele Einheiten an dem Imperium. Wir wollen das Imperium aufhalten, gibt's aber nicht. Ja, könnt ihr nochmal den Titan wieder sehen. Das gleiche nochmal, wie ich vorhin offscreen gemacht habe. Station bereit. Aufrüstung läuft. Ich hatte hier noch gar keine Upgrades Eure gekauft, Befehle? die habe ich vorhin erstmal Der Stern gekauft. ready for action. Ja, ich glaube, wird ein bisschen leichter, weil das sind nur Schlachtschiffe. Tiegeschwader hier. Vorhin, wo ich hier war, da waren ja noch ganz viele andere kleiner Scheiß. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Ja, es gibt erstmal ordentlich Jäger noch zur Unterstützung und diese ganzen kleinen Fregatten-Gedöns. Ach ja. Hä, wieso habe ich denn zweimal? Kampfbereit. Bestätige. Information. Okay, Erwarte warum er Befehle. zweimal jetzt da oben ist. Ready for Ich glaube, wir haben action, uns den sir. Gladiator nicht einmal richtig ge genau angeguckt, ne? TIE Fighter Können wir standing uns ja jetzt. by. Ich will den Ausrüstung abgeschlossen. Gladiator, Mann, so. Cruiser standing by. Wir haben uns den Gladiator, glaube ich, noch gar nicht richtig angeguckt, ne? Hangar vorne. Ja, sieht gut. Wir haben gar keine Interdiktor gebaut, ne? Ich wollte mal welche bauen, habe ich aber dann nicht gemacht. Das sollten wir eigentlich mal machen, dann können die Rebellen nämlich nicht immer abhauen. Ich glaube, da. Ich glaube, wenn das gleich die Einheitenkapazität rausgibt und ich es nicht vergesse, werden wir den Flotten mal gleich ein paar Interdiktor geben. In der Allianzmut gab es ja Ich bin hier. den Interdiktor als Schlachtschiff. Gladiator, Das war ready ja for richtig action. geil. Das hat wenigstens was ausgehalten. Normalen Interdiktor irgendwie halten gar nichts hier aus. Sternzerstörer in Bereitschaft. Volle Kraft. Aufrüstung Bewegung. abgeschlossen. Wir sind Ich gleich wollte da. eigentlich so, dass du irgendwie so. Na Ja, egal. Commander. Sir, tracking target. In Bereitschaft. Sammeln wir uns erstmal wieder hier und dann gibt's gleich ordentlich auf die Klatsche hier. Der ihn wollen will ich jetzt endlich mal wieder von. Na, töten ist ja nicht einfach besiegen. Damit er nicht gleich schon wiederkommt dann dort. Orbitalkommando verfügbar. Komisch, in meinem privaten Playthrough ist nicht er immer gekommen, sondern die Home 1. Also Sternzerstörer General hier. Akbar, irgendwie. Er bufft ja nicht mal, ne? Neu. Zu Befehl. Das war jetzt, glaube ich, mit Aufrüstung allen Upgrades. abgeschlossen. Gut.
Was dauert immer so lange? Wollen wir ein bisschen was angucken? Komm, wir gucken uns mal den Titan nochmal hier so ein bisschen an. Wir können eigentlich auch mal noch einen davon bauen, ne? Sind ja nicht so schlecht. Wir brauchen ja nur 60. Dafür haben sie ja jede Menge Phantoms an Bord. Ihn haben wir auch noch als Held. Der ist ja ganz in Ordnung. Der bufft der hier. Ansonsten ja, eigentlich, wir haben eigentlich schon alles gesehen, groß. Außer jetzt ein Weißcone und ein paar Schiffe von den anderen Fraktionen her. Ich glaube, von der Unterwelt haben wir jetzt alles gesehen. Bei den Rebellen gibt es, glaube ich, noch so ein, zwei Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel K-Wings haben wir noch nicht gesehen. Oder die, boah, welches Schlachtschiff war denn noch? Die Rebellen hatten noch irgendwie so ein Schlachtschiff. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Genau, diese paar Superschiffe haben wir noch nicht gesehen. Predator haben wir ja schon gesehen. Den haben die Rebellen ja gegen uns eingesetzt. Der Gegner nähert sich. Den haben wir dann auch direkt zerstört. Obwohl, ja, gegen uns eingesetzt haben sie ja nicht. Wir haben das ja angegriffen, das System, wo der war. Nebula, ja, haben wir ja nicht genug gesehen. Noch einer. Wie viele waren das? 3, 4, 5, 6, 10, 20? Nee. Ich glaube, 4 Stück waren das von denen. Ja, Sir. Ah, guck mal, da ist auch der Held diesmal in der Mitte. Eure Befehle? Er bufft ja nicht, ne? Den machen wir gleich ordentlich kalt. Ja, deswegen können wir eigentlich Gegenangriff machen. Das habe ich jetzt mal auch gemacht. Aber irgendwie will mein Titan nicht nach vorne so. Ja, Commander. Sofort. Ich würde ja gerne meine Schiffe so bei zusammenhalten, aber die machen immer manchmal so einen bescheuerten Bogen. Ja, Commander. Aber jetzt, der soll eigentlich gar nicht so weit weggehen. In Bereitschaft. Bereit, Sir. Sofort. Was macht ihr denn? Ich habe doch schon gesagt, ihr sollt Angriffsbewegung machen. On the alert. Bereit für Befehl. Ich nicht. Jetzt machen die ja nicht ihre Angriffsbewegung. Warum auch immer die ganzen Fighter jetzt nach links gegangen sind. Da habe ich mich irgendwie wieder vertippt. Das sind hier unten. Ach ja, die Makramari-Kreuzer. Ich wollte vorhin beim Titan die Waffenenergie stärken, aber vergessen, dass der sich ja nur tarnen kann. Ach, die Kaninchen sind wieder am Wuseln. Ich mach mal gerade die Tür zu. So, dann hört ihr das nicht. Ich hab das auch nicht gehört, aber falls ihr es gehört habt, solltet ihr es jetzt nicht mehr. Wie viel Nebula hat er hier? 4? 4 Stück, ne? 4. Da ist noch ein Mokamari. Noch ein! Alter, wie viele Schlachtschiffe hat denn jetzt dabei? Erwarte ihre Befehle. Nicht so weit alleine vor. Kannst du jetzt mal bitte hier endlich mal deinen Arsch rüber bewegen, ey? Mann. Ist der andere Stern? Nee. Ja. Achso, das ist der Sternzerstörer von der Raumschiff. Ich bin an ihnen dran. Imperial Destroyer at Station Keeping. Joa, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was du angreifen. Wir machen mal die ganzen Träger hier kaputt. Eure Befehle? Standing by. Ich hab sie. Target acquired. Go ahead, Sir. Erwarte Ihre Anweisungen. Ich nerv, dass sie viel mehr Reichweite haben. Ein Sternzerstörer macht irgendwie überhaupt nichts. Der hat irgendwie keinen Bock. Imperial Destroyer holding. Sternzerstörer hat überhaupt keinen Bock, irgendwie zurückzuschießen. Euer Befehl, Sir? Wird abgefangen. Alles unter Kontrolle. Commander? Schießt du denn auch zurück? Mal hier irgendwie, passiert mal was? Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Scheint irgendwie, passiert hier nicht so richtig was. Ausgezeichnet. Na, jetzt gewinnen wir den Dogfight hier, anscheinend. Ich bin hier. Na, wenn der Sternzerstörer drauf geht, nicht so schlimm, der ist ja von der Raumstation. Wenn ich mich dann richtig erinnere, sollte. Targeting enemy. Ich bin an ihnen dran. Verfolge gegnerische Kräfte. Wird erfasst. Feind in Reichweite. Ich frage mich eigentlich, wo der Titan die ganze Zeit hinschießt. Irgendwie macht der irgendwie nichts. Ach ja, ah, stimmt, ich habe ihm gesagt, er soll den Dauntless jagen. Den wollten wir jetzt eigentlich auch bauen können, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wenn Solos auf Stufe 4 oder 5 ist. Sehen wir das vielleicht. Ziel erfassen bei maximaler Feuerkraft. Bereit, Sir. Ich habe ihn unterwegs. Ich bin auch mal hier rüber gekommen. Was, willst du mich verarschen? Du machst so... Hallo, greif doch mal an hier, ey. Was machst du denn? Wie wenig Schaden hast du denn bitte an den Schilden gemacht? Dann los. Junge, obwohl ich sogar den gebufft habe hier. Scheuert. Roger, bestätigt. Nein, fahrt doch nicht erst nach Timbuktu,
sondern fahrt doch direkt bitte zum Gegner. Ich meine, diese riesigen. Imperial Umgebung. Destroyer ready. Commander, Sie treffen uns. Habe verstanden. Ja, ihr kommt jetzt bitte auch. Nachschub, zweite Welle. Wisst ihr was? Ihr macht jetzt den Lappen da fertig. Damit er nicht gleich schon wieder abhaut. Ihr kommt mal wieder nach, damit die Jäger nicht und Jäger und Bomber nicht so weit fahren. Ah, was machst du? Ah, ihn habe ich vergessen. Scheiße. Da wird mal schnell hier rüber. Ah, der bufft ja Jäger und Bomber in der Nähe und habe ich das gar nicht losgeschickt. Zerstörer hier. Naja, passiert. Schaltet die Ionenkanonen aus. Ja, es kann doch nicht wahr sein, dass du diese verschissenen Schilde nicht runterkriegst. Ich habe ihn. Übertragung empfangen. Koordinaten empfangen. Ich muss sagen, ich hab zweimal, dreimal. Dreimal meinen Angriff geboostet durch das Upgrade. Und willst du mir sagen, du kriegst die Schilde nicht runter? Wen willst du eigentlich verarschen, ey? Ja, Commander. Ist das wieder so ein Match gerade, wo meine Schiffe gar keinen Schaden machen oder was? Ja. Imperial Destroyer Station Keeping. Nein, das ist genau das, glaube ich, überkommende Fuse 2, ey. Das läuft immer gut und dann hast du so ein Match, was einfach, wo deine Einheiten einfach richtig bescheuert und dumm sind. Also, wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, schießen tausendmal in den Boden oder treffen nichts oder backen irgendwie rum, weil sie irgendwie die Wegfindung nicht hinkriegen, ist irgendwie ganz komisch. Das sowas riecht einen, regt mich richtig auf, ey, so ein Scheiß. Greife den Gegner an. Sternenzerstörer hier. Die Laser sind unser Ziel. Jetzt machst du mal der ein bisschen Schaden hier. Ja, Commander. Wirklich mal richtig nah gehen, dass man alles hier vernünftig schießt. Weil irgendwie, keine Ahnung, ob es an der Reichweite liegt, warum die manchmal so scheiße sind, die Sternenzerstörer. Bereit für Befehle. Ist da hochgegangen? Der Dauntless bestimmt, ne? Nee. Ah ne, der Held. Ah, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal, ist der Held jetzt down. Kommt der hoffentlich nicht wieder. Ich glaube, wir machen die Folge ein bisschen länger, wenn wir jetzt diese Raumschlacht haben. Ich wollte eigentlich nämlich das andere Schlachtschiff noch ausprobieren. Das andere Superschiff, was ich gebaut habe. Erwarte Ihre Befehle. Wollte ich nämlich extra zum Part auch noch machen. Alles unter Kontrolle. Für eine zweite Runde. Der immer noch Schilde, komm mal näher ran. Ich bin hier. Aber irgendwie seid ihr auf Reichweite so beschissen. In Bereitschaft. Bereit, Sir. Nein, ich bin bereit für Befehle. Habt ihr ihn jetzt zerstört? Ja, wir hätten deine Schilde jetzt verloren. Wie ihr befehlt. Wer bist Befehle. Du? Commander. Ah, hier. Hä, wie hat die. Ach so, durch die Raketen bestimmt von Linie, ne? Ja, gut. Ja, Commander. Sternzerstörer war ja nie bekannt für starke Schilde. Aber wir haben einen Dogfight gewonnen. Das ist gut. Diese paar Puppeldinger, die hier rumfliegen, sollten nichts mehr groß zerstören können. Was machst du eigentlich hier? Eure Befehle? Wolltest du erst noch eine Ehrenrunde drehen oder was? Bin ich mal gespannt, jetzt wenn wir haben ja so Lust, ne? Eigentlich sollten wir jetzt keine Dauntless-Kreuzer mehr bauen können. Melde mich wie befohlen. Mal drauf achten. Angriff auf dieses Ziel. Theoretisch, aber AI nutzt es. Ich bin für AI zählt das ja meistens nicht. Das finde ich auch lustig, wenn man normales Empire War spielt. Bitte, da kann man nur Sternzerstörer und so weiter auf speziellen Planeten bauen. Das macht die AI aber manchmal gar nicht. Wo sie die Planeten hat, braucht sie die Schiffe nicht. Ist immer ganz lustig manchmal. Verzögere Beschuss für maximale Feuerkraft. Hier maximalen Schaden machen. In Bereitschaft. Ich bin getroffen. Keiner soll hier entkommen. Beginne Angriff. Außer er entkommt hier vielleicht. Verstanden. Ja, nicht entkommen lassen. Der ist down, das ist gut. Ah, der ist auch down, jetzt noch den Dauntless. Komm, 3 Sekunden. Komm, ein Waffenpunkt, jetzt schieß doch mal. So, geht doch. Ja, das sollten alle Schlachtschiffe gewesen sein, ne? Ja, sehr schön. Blöde Rebellen, ey. Eigentlich schon krass, ne? Das waren, wenn man so überlegt, das waren 8 Schlachtschiffe, ne? Und, jetzt wollte ich Interdiktor bauen, ne? Wir bauen hier gleich ein.
Wir bauen mal überall an den Fronten hier einen Interdiktor. Fahrzeug wird produziert. Apes auch. Der bekommt auch einen Interdiktor. Ja, auch. Einheit wird hergestellt. Ah, hier können wir weiter aufrüsten. Gar nicht mehr drauf geachtet. Ihr bekommt auch einen Interdiktor. Ja, auch. Und ja, auch. Da oben ist egal. So, ja. Ich guck mal gerade, wie lange wir den Part schon eigentlich haben. Ah, 15 Minuten. Wollen ja eh ein bisschen länger machen jetzt durch diese Raumschlacht. Wir wollen ja den hier ausprobieren. Der gleich fertig ist. Todesstern natürlich auch, aber das wird noch dauern. Übrigens, das ist jetzt egal, dass hier steht 250, weil das ist ja kein richtiges Schiff hier, das zählt nicht. Dass er wie dieser Standard-Todesstern, das einfach im Hintergrund ist. Ihr braucht ein dickes Geschütz? Das Geld geht aber richtig krass schnell runter gerade, ne? Hier, guck mal, wie wir haben. Oh, 175, ey. Boah, da können wir eigentlich ja fast gar nichts mehr dazu machen, ne? 25, was kriegen wir denn für 25? Drei davon, ne? Dann machen wir noch drei davon. Einheit wird hergestellt. Weil, ja, der kann zwar gut schießen, aber der hat wenig Jäger- und Bomber-Support. Dann packen wir ihn noch mit dazu. Weil davon könnten wir nur einen reinmachen. Deshalb machen wir lieber drei von denen. Funktion abgeschlossen. Sternenzerstörer hier. Gladiator, ready for action. Daunt ist hier schon was? Immer noch keiner. Aufbau. Vielleicht können wir auch gar kein Daunt hier bauen. Eigentlich müsste ab 4 oder 5 kommen. Also von der Stufe her. Await in command. Ah, ihr habt keinen Interdiktor. Ihr sollt natürlich auch einen Interdiktor. Nein, einen Interdiktor bitte. Obwohl, hier heißt es anders, ne? Immobilizer. Mich ist immer noch ein Interdiktor. Blöde ist, wir können jetzt gar nicht hier sehen, wie groß die Flotte hier ist. Ja, weil der Todesstern damit da drauf ist. Müssen wir später 250 abziehen. Gegnerische Flotte im Angriff. Jetzt haben wir es aber gleich mit Axilla, ne? Meine Fresse. Mann, könnt ihr mal Ruhe geben? Wie sieht's denn hier überhaupt hier aus, ey? Ihr seid jetzt sogar unter der Unterwelt gleich. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Oh, das ist natürlich was anderes gerade. Alter, okay. Das ist... Hat er ihn jetzt da weggeschickt? Oder hat er noch eingebaut? Ja gut, das ist natürlich jetzt was anderes, ne? Da bin ich dabei. Ich habe jetzt leider keine TSSP hier. Aber Mandator und Akbar... Zwei neue Sachen. Okay, die ist ja egal hier. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt wieder gedacht, oh, habe ich das vielleicht doch offscreen, aber da bin ich jetzt dabei. Aber sowas von. Spät haben wir es eigentlich echt. Boah, schon so spät, ey. Boah, gar keine Lust mehr. Also auch aufnehmen schon, aber was anderes, was ich mir gedacht habe. Okay. Na gut, dann gucken wir uns im nächsten Gefecht keine Ahnung, dieses andere Superschiff, das wir gerade gebaut haben. Subjuktor oder keine Ahnung. Hier, der Mandator 2, die Pride of Core, die habe ich in meinem privaten Playthrough auch schon zerstört. Wir müssen ja eh warten, von daher können wir uns auch Zeit. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Ja, sieht ganz cool aus, ne? Dafür, dass auch nur 100 Einheitenkapazität verbraucht. Können eigentlich auch eine bauen, ne? Zwei, drei Sternzerstörer, ein paar von den Falk-Class. Könnte das auch gut sein. Schade, die bewegt sich so. Ich wollte das so richtig episch machen jetzt so. Schon episch aus. Ja, hier ist bestimmt die Home 1. Und ja gut, dann wird er wahrscheinlich noch einen Dauntless draußen haben. Bereit für Befehle. Aber das Gute ist, guck mal, wen wir jetzt nämlich haben, passend. Wo ist du hier oben? Den Interdiktor. Das wir heißt, wir werden hier alles zerstören und er wird sich nicht zurückziehen. Ja, Reporting. Ey, das ist ja geil, weißt du, er kommt mit seinen... Gladiator, kann der sich zurückziehen? Warte mal. Ah, er kann sowieso nicht abhauen, guck. This ship cannot retreat, stand da. Bitte unten.
Aber ich weiß nicht, ob das für die AI auch zählt. Aber selbst wenn, wir haben immer noch hier Inja. Euer Befehl, Sir. Ihn werden wir auf jeden Fall benutzen. Imperial Destroyer at Station Keeping. Ja, Titan gegen Pride of Core. Das ist noch nicht mehr stärker als eigentlich der Pride of Core. Und könnt ihr jetzt eure endlich Befehle? Mal, wie lange dauert denn das, bis die erst so spät nach hinten geschickt? Die Falk Carrier. Sternzerstörer in Bereitschaft. Sternzerstörer hier. Nee, warte, bleib doch stehen. Nein, ja, stehen bleiben, bitte. Stehen bleiben. Ja. Hier entlang. Der ist gerade gesehen, wie hat er das denn jetzt geschafft? Okay. Ich hab nichts gesagt. Jetzt machen wir hin, wir wollen die Home 1 sehen. Der Gegner wurde entdeckt. Ah, danke. Als hättet ihr mich gerade angehört. Hey, ich bin hier. Ich dir doch einmal. Auf jeden Fall hier, die Home 1. Hangar der. Oh, der hat aber gut was an Jägern dabei. Vier Schildgeneratoren übertrieben. Ja, und die kennen wir eigentlich schon. Und ein Dauntless habe ich doch richtig gelegen. Ja. Ich glaube, wir werden erstmal die Home 1 zerstören. Also das Hauptfeuer darauf legen. Wie viele Jäger und Bomber hast du dabei? Steht hier gar nicht. Hast du gar keine Jäger und Bomber dabei anscheinend, ne? Da steht sowieso nichts. Naja, aber ist cool. Muss ja nur nochmal nach vorne kommen. Ich hatte mal eine lustige, also meine Raumschlacht gegen die Pride of Core war ziemlich geil, die war hinten. Und vorne hatte die ganzen Schlachtschiffe gehabt, und das sah geil aus. Durch die Schlachtschiffe zu kämpfen, alles brennt und durch das Feuer kommen die Sternzerstörer auf die Pride of Core zu. Das sah richtig episch aus, das weiß ich noch. Da habe ich auch Screenshot von gemacht. Das sah richtig geil aus. Ja, genau, dreh dich mal ein bisschen da hinten hin und her, da kann ich nämlich erst in Ruhe die Home 1 zerstören. Was machst du da, Mann? Da drüben. Nein. Bleib stehen, Mensch. Ja, Commander. Du kannst jetzt auch nach vorne kommen. Wo ist eigentlich der andere Sternzerstörer? Hä? Bereit. Imperial Destroyer holding. Hä, wir hatten doch... In Bereitschaft. Wir haben zwei... Wo ist der andere Stern? Bin ich jetzt... Ach, da in der Raumstation. Boah, ey, ich wollte schon mal sagen. Haben wir eigentlich schon B-Wings gesehen? Weiß ich gar nicht, ne? Ja, dadurch, dass der Sternzerstörer jetzt so weit vorne ist. Bereit für Befehle. Ne? Das ist natürlich jetzt kacke, weil die B-Wings können dann. Bereit für Befehle. Sternzerstörer gut bearbeiten. Ich bin hier. Egal. Ja, Commander. In Bereitschaft. Schicken wir sie jetzt los und die. Bereit, Sir. Bomber schicken wir auch mal los. Wir können auf dem Weg schon mal die Anti-Starfire-Missile abschießen. Bleibst du stehen? Oder bleibst du nicht? Oh, bleib da hinten stehen. Ich mache erst dein Admiral kaputt. Oder tot eher. Komme zu eurer Position zurück. Mach mal die Boeings kaputt, ey. Könnt ihr die eigentlich hier einklappen? Ja, warte, ich wollte die Boeings gucken. Weil die habe ich glaube ich gar nicht benutzt. Können sich nicht mal einklappen, die ist ja lame. Erfasse Ziel. Genau, das ist gut. Schick mir deinen ganzen Jäger und Bomber in den Tod. Dann kann nachher alle meine Bomber schön auf deine Schlachtschiffe gehen. Ah ne, er hat noch die Fortressa hier. Naja, die sollte noch gut an Jägern und Bombern geben. Denke ich mal. Gohawk und die haben ja große Hangars. Geil, ja, ich lasse jetzt meine beiden Sternzerstörer mit Support die Home 1 zerstören. Ja, Sir. Bin an ihnen dran. Ja, was? Ihr macht die Ionensturm. Kannst du Schilde verstärken? Bleibt informativ. Ja, okay, ja, gut, dann lohnt sich kein Ionensturm. Dann greift. Ich bin schieß hier. Direkt durch den Schild durch. Greift die von hinten an. Was haben wir noch hier? Okay, da kommt noch ein bisschen was an Jägern. Erfasse Ziel. Das ist gut, bleibt da hinten ruhig stehen. Interceptor Geschwader. Ich komme dir entgegen. Ich bin gerne entgegenkommend. Ja, du machst den Gohawk kaputt. In Bereitschaft. Theoretisch könnte man eigentlich sagen hier. Bereit, Sir. Den schon mal die Schildgeneratoren sagen, dass sie die erst kaputt machen sollen. Ich bin an ihnen dran. Obwohl eigentlich, ich weiß nicht, ob es dir egal, mach das erstmal.
Bereit für Befehl. Eigentlich ist das Wumpe. Ja, Sir. Schießt einfach volle Kanne drauf, sein Wumpe. Obwohl, ihr könnt mal die Rundschilder runterfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die jetzt so sind. Eigentlich müssten die Schilde richtig schnell herunterfahren, aber manchmal auch nicht. Die fahren schon gut herunter. Ich weiß nicht, ob es schon gebufft hat. Oh, Alter, guck mal an. Alter, ey. Du hast da vorne alles explodiert, ey. Sind das alles die Ionenstürme? Heftig, ey. Brauchen wir gar keine. Bereit für Befehle. Keine Sternzerstörer mehr. Schießt der schon oder schießt schon? Meine TIE Defender. Jetzt bewegt er sich. Oh gut, bis der hier ist, habe ich seine schönen Schiffe schon zerstört. Habe ich ihn nach vorne geschickt. Befehle, Sir. Genau, beweg dich, damit du schön meine Liga-Bomber warst. Junge, du solltest doch bitte einfach nur runterkommen. Was fährst du denn erst noch im Kreis und fährst dann wieder zurück? Schließ damit auf, Mensch. Erwarte ihre Anweisungen. Ich mein. Feuer frei. Okay, ja gut. Die hat anscheinend keine Chance gegen diesen Bomber. Ich bin hier. Das ist gut. Braucht ja nicht mal die Schilder zerstören. Na, ihr macht das schon. Ihr macht das schon, Jungs. Ich habe ihn gar nicht so viel benutzt, als ich die Rebellen gespielt habe. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Helden benutzt. Aber mein Rebellen-Playthrough war sowieso die erste Mal, dass ich den Remake gespielt habe. Von daher habe ich nicht so viel verstanden. Ja gut. Akbar ist in eine Falle gelaufen. It's a trap, ne? Und du bist voll in die Trap reingetreten. Ja, Commander. Sieht's hier aus, ja, das ist auch schön. Mach mal diese Porträts da kaputt. Wir haben die, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal mittlerweile zerstört. Drehen sich die Türen ein? Ich muss gleich die Türen richtig an. Jetzt habe ich sie. Glaub schon, ne? Aber der Nihilator ist, glaube ich, besser. Achso, wollte das sein, sonst leckt das so. Schade, der explodiert. Ich dachte, er wird noch so abstürzen. Naja. Das war Akbar. Wir haben Akbar gerade getötet. Oder besiegt. In Bereitschaft. Wisst ihr was, wenn ihr gerade schon in der Nähe seid? Ja genau, dann machen wir den Dauntless noch kaputt. Bereit für Befehle. Könnt ihr nämlich gleich auch noch beschießen. Kommt ihr jetzt mal hier ran, Mann? Wie oft muss ich denn noch drücken? Befehl bestätigt. Ihr habt sogar den verstärkten Antrieb und ihr schlaft einen halben Tag. Bereit für eure Befehle, Sir. Auch natürlich, Mann. Hast du eigentlich normale Teil? Ah, ne, so rote Teil-Interceptor. Ja, das leckt ziemlich gerade. Wegen den ganzen Raketen hier, seht ihr? Müssen ja alle berechnet werden. Der PC ist eigentlich ganz gut. Oder der Mod verkraftet das nicht. Ich muss sagen, von der Qualität her haben sich meine Videos echt verbessert, so wenn ich überlege. Dieses Rauschen ist weg. Aber jetzt Full HD, also 1080p. Läuft alles flüssiger, sag ich mal. Jetzt so flüssig nicht. Na gut, das Spiel frisst auch ordentlich viel. Hätte ich auf meinem anderen PC nicht mal starten können. Also der Mod meine ich. Den Mod meine ich natürlich, das Spiel an sich nicht. War das schon wirklich, würde ich für mich sagen, schon qualitativ gut verbessert. Ich habe ihn. Erfasse Ziel. Wird abgefangen. Ich verstehe gar nicht, warum er seine ganzen Jäger hier nicht nach vorne schickt. Ja, genau, die hat auch Raketen hier vorne. Greife den Gegner an. Bin an ihnen dran. Ja, wir können übrigens hier mal schon mal. Erwarte ihre Anweisung. Den Schwerkraftgenerator aktivieren. Ah, okay, das leuchtet dann hier so rum. Aber das ist mal über dieser Brücke hier so rumgeleuchtet. Ja, Commander. Warum bewegt ihr euch? Ich habe euch eigentlich keine Bewegung gegeben. In Bereitschaft. Ist auch gerade so ein bisschen wie was ich vorhin erzählt habe, ne? Die Schlachtschiffe erst durch und dann gleich auf die Pride of War. Ja, du kannst mit deinen schweren Turbolaser schießen, wie du willst. Das bringt dir nichts. Imperial Destroyer holding. Bereit, Sir. Die Flotte sollte eigentlich stark genug sein, um Pride of Core easy zu vernichten. Weil der hat ja jetzt gar keinen Support mehr. Außer ein paar Jäger noch.
Bereit für Befehle. Ja, kommt mal hier runter. Ja, Sir. Aber auch noch bereit einer. Für Befehle. War natürlich kein Geschwader hinten rumgammeln lassen. So, jetzt vernichte mal noch schnell den restlichen Rotz hier und dann geht's los. Eure Befehle? Jetzt sag euch schon mal, ihr sollt da angreifen. Ich bin hier. Na gut, und der Rest kann erstmal noch die ganz restlichen Jäger hier abschießen. Wo ist der Held? Kampfbereit! Ja genau, mach mal mit, damit du gewaff. Steht ja hier, ne? Ja. Ach, nur Fighter, okay. Aber immerhin. Ich hab ihn. Schade echt, dass wir nur einen so einen Held haben. Sollten wir eigentlich eine Hauptflotte. Eigentlich haben wir eigentlich gar keine richtige Hauptflotte, ne? Wir haben ja wirklich mehrere Flotten. Alles unter Kontrolle. Also so eine richtige Hauptflotte haben wir mittlerweile nicht. Also vielleicht die Todessternflotte später, aber sonst. Aber braucht auch gar keine Hauptflotte mehr. Das Imperium von uns ist ja mittlerweile so groß, dass jede Flotte ziemlich stark. Gut, habt ihr gut gemacht. Ja, Commander. Dann in Bereitschaft. Kommt ihr jetzt hier runter. Bereit, Sir. Bereit für Befehle. Natürlich auch. Und die Bomber greifen den ja an. Bereit für Befehle. Eure Befehle. Hier würde sich eigentlich schon wieder lohnen, den Ionenangriff zu machen. Ich bin hier. Weil der hat das so eine Fähigkeit? Nee, okay. Roger, bestätigt. Information. Das sieht überhaupt wieder geil aus, ne? Bleibt Information. Oh, guck mal, da hinten ist so ein ganz kleiner Planet. Wahrscheinlich so ein Mond oder so. Na gut, dann machen wir den nächsten Part. Wenn wir fertig sind, beende ich den Part. Jetzt und dann im nächsten Part. Wo wir dann das Schlachtschiff, was wir gebaut haben. Ausgezeichneter Schuss. Jawohl, komm mal. Ich bin an Ihnen dran. Das ist wirklich ein echt so? Das sieht ja geil aus, ne? Guck mal. Das sieht ja richtig geil aus mit dem Schwerkraftgenerator. Geil, das habe ich noch nicht gesehen vorher. Unterwegs. Sieht geil aus. Na gut, konzentrieren wir uns jetzt auf das Superschiff. Aber das sieht richtig geil aus mit dem Schwerkraftgenerator da hinten. Respekt. Ja, Commander. In Bereitschaft. Kommt ihr jetzt auch mal ran hier? Okay. Radiator, ready for action. Nähere mich der Position. Für Schilder hast du eigentlich. Er steht hier nicht mal. Es steht nicht mal, was für Hitpoints er hat und so. Zerstörer hier. Naja. Der schießt ja wild um sich, um irgendwie die Bomber zu treffen, aber wird nichts. Er hat auf jeden Fall nicht wenig Schilder. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber es hat, glaube ich, gar keine Jäger gleich mehr, ne? Oder? Ah, ne, doch, die kommen hier hinten raus. Okay, habe ich nichts gesagt. Bereit, Sir. Transmit Orders. Bereit für Befehle. Naja, wir haben mehr als genug Bomber dafür. Wir haben ja noch die Sternzerstörer hier, da kommt ja noch der Held und der Titan kommt natürlich Imperial auch noch. Destroyer, Loading Ordnance. Aha, komm mal ein bisschen. Decoding mehr. Transmission. Die Raketen gefallen mir, ne? Vorne. Kann aber, glaube ich, gar nicht so stark gegen Jäger zu sein. Wir haben gerade voll die hier in den Block getroffen, aber irgendwie nichts kaputt gekriegt. Sternzerstörer. Boah. Wie sieht's denn aus? Ah, keine Schilde mehr, sehr schön. Verstanden. Kann man schon wieder einen Screenshot mal machen, ne? Drehe bei. Ich hätte aber lieber einen mit so einem Titan, aber erst wollte ich, dass dieser Raub da weg ist. Ach egal, genießen wir es ein bisschen hier. Achso, ich wollte gerade sagen, wo geht ihr denn? Aber ihr kämpft gerade gegen die Jäger. Haben wir hinten noch was? Oh, wir haben noch eine Menge an Bombern. Kommt mal rüber, Jungs. Ihr werdet gebraucht. Imperial Destroyer Holding. Ich erinnere mich an das eine gemalt hat, dieses eine Bild mit zwei Sternzerstörer gegenüberstellen und auf eines dann dieses Rebellensymbol. Achtung, er wendet. Das hat mich gerade daran erinnert mit dem Titanien nehmen.
Ja, Sir. Bestätigt. Ups. Aber die hat echt, die hält was aus, ne? Wenn man überlegt, dass sie gerade so viel drauf schießt, auch die ganzen Bomben. Melde mich wie befohlen. Boah, naja, wir haben ja noch Zeit. Ich wollte eh den Part etwas länger machen, aber warte mal kurz. Boah, so. Verlasse Formation. Time Bomber ready for orders. Alter, guck euch mal an. Das ist ein richtiger Disco auf dem Pride of Core, was da alles an Rotz drauf fällt, so drauf geschossen wird. Also, Screenshot machen hier. Das sieht richtig geil aus. Ah, das war's auch schon jetzt gleich, ne? Black. Boom. Ja, die brennt nicht so richtig, ne? Ah, doch, jetzt hier unten. Feind in Reichweite. Ja, das war der Manager 2. Jetzt gucken wir gleich mal, ob das der auch von Umbara war oder ob da noch einer. Komme zu eurer Position zurück. Bereit für Befehle. Go ahead, Sir. Ja, mach mal den letzten Rotz hier kaputt. Ich bin hier. Meine Sicht ist versperrt. Sternzerstörer in Bereitschaft. Ja, ich hätte es mir gefallen, wenn die jetzt mehr brennen würde. Die brennt irgendwie nur hier hinten. Wird abgefangen. Information. Eigentlich kann ich. Ja, Commander. Kann ich den jetzt wieder ausmachen. Weil wenn diese Jäger sich jetzt verschwinden, dann ist eigentlich egal. Der Gegner wurde besiegt. Was immer noch? Da geht das jetzt noch weg. Ah, jetzt geht's weg. Interessant. Sieht richtig geil aus. Tschüss, Fight of Core. Das war doch cool. Da bin ich jetzt mal gespannt, aber erst. Gucken wir mal. Das Ganze, glaube ich, wie getan hat es jetzt nicht, habe ich gedacht. Konstruktion abgeschlossen. Reporting. Ah, okay. Das ist die Manager von hier gewesen. Die hat sich zurückgezogen. Wie hat sie sich zurückgezogen überhaupt? Ich dachte, die kann sich nicht zurückziehen. Elite, okay. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für den Part. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.